Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück zu einem neuen Part von MechWarrior Online. Ja, ich gebe zu, es ist schon wieder ein bisschen was her, da ich irgendwann mal was berichtet habe, aber jetzt ist das Beta-Update raus. Ja, vom 19. Februar ist Beta-Update, jetzt habe ich wieder 10 oder 11 ist es, wieder mit ganz vielen Neuerungen und diesmal müssten wir auch wieder im Menü anfangen, weil wir fangen mit dem einfachsten an. Man sieht, sich haben ein paar Buttons verändert. Jetzt haben wir hier so einen 3D-Effekt, wer es mag. Mir ist das egal, ob der Button 3D oder 2D ist, hat beides seine Reize. Und es gibt halt neue Cockpit-Items, Laternen, stehende Schlange, etc. Sind ja jetzt uninteressant für mich. Dann aber interessant, es gibt einen neuen Mech. Und jetzt muss ich echt mal ehrlich sagen, man hat Ewigkeiten gewartet, man weiß gar nicht, was für ein Mech man sich noch kaufen soll, weil man denkt so, irgendwie alles nicht so was Wahre, entweder mache ich hier mein Katapult und mache Missile Boat oder irgendwie Langstrecken-PPC mit dem oder ich hole mir einen Stalker, aber auch irgendwie nicht so Lust drauf. Dann habe ich ja den Cataphract gekauft, die 3 Stück, weil ich gedacht habe, ja, dann levelst du den mal ein bisschen hoch und was bringen sie raus? Ein Medium Mech. Neben den Hunchback gibt es jetzt hier den Trebuchet. Ich glaube, man muss das Französische nehmen. Es ist Trebuchet aus dem Französischen. Ja, besondere Fähigkeiten. Keine Ahnung. Könnte ganz schnell sein. Muss man sich aber nicht unbedingt 100% sicher sein. Ja, was kann man noch sagen zum Update? Es gibt eine neue Karte, Alpine Peaks. Schneelandschaft, die sehr, sehr groß sein soll, also wird sie sehr, sehr schlechte Performance auch bietend wahrscheinlich. Obwohl, jetzt sehe ich gerade, der Kleine hier hat 69 Firepower, was wahrscheinlich an der LRM 15 liegt. Die 2, da ist schon echt viel. Das dazu. Dann wird das Matchmaking überarbeitet. Also wir haben jetzt Phase 3 im Matchmaking, nennen das die Entwickler. Und zwar wird jetzt nach Elo-Rank, Rank nach Skill sortiert, nach Mech-Tonnage bzw. Klasse. Und ja, dementsprechend, umso mehr man spielt, sagen sie, spielt echt viel, weil dann wird sich das auch besser einstellen mit der Zeit. Also, dass sich immer mehr gleich stärkere Mechs gegenüberstehen. Je nach Skill und halt Elo-Rank. Genau. Und Mech-Klasse. Ja, aber umso länger die Suche ist wie in jedem anderen Spiel, umso weiter wird dieser Algorithmus durchbrochen und umso mehr Leute können reinkommen, die halt gerade nicht meinen gleichen Skill haben oder halt eine falsche Tonnage haben als Mech. Aber man wird sehen, wie sich das so entwickelt. Ja, andere Änderungen sind viele beim Centurion. Die können wir aber jetzt hier nicht sehen in der Übersicht. Der Centurion wurde wie zuletzt der wer wurde denn zuletzt so gepusht? Nicht der Dragon, sondern der Awesome. Genau, der Awesome wurde letztes Mal richtig gepusht, wegen hier Twistraten und so weiter. Das ist jetzt dem Centurion widerfahren. Der wurde jetzt verstärkt. In allen Belangen, also ob die Engine mehr aushält, also die Engine eine Größe reingeht und was bringt und genau, Turnspeed, Armreflexgeschwindigkeit etc. 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 wurde so ein bisschen gebufft. Und wo ich jetzt gerade sehe, den gibt's ja auch mit dem hier mit dem LB10X, das wurde auch verstärkt bzw. verändert und zwar hat das jetzt so eine kritische gestaffelte Treffersicherheit, also es hat 14% kritische Chance Bonus, wenn der erste Treffer ist, beim zweiten Treffer 8%, beim dritten Treffer 3%. Also haben wir jetzt schießen ja immer irgendwie 10 Schuss mit diesem LBX auf einmal und dann hat der erste Schuss 14% Trefferchance, also erhöhte, nicht Trefferchance, sondern kritische Trefferchance. Dasselbe haben wir bei der Machine Gun jetzt inzwischen und beim Flammenwerfer. Darüber hinaus hat das AC20 einen Buff bekommen. Und ja, andere Geschichten. Also die Mech-Effizient ist jetzt richtig. Jetzt hier zum Beispiel, wie ich das habe bei den Hunchbacks. Na, wo ist es? Genau. Hier habe ich ja die Elite-Skills überall freigeschaltet. Und weil ich das gemacht habe, habe ich ja hier die mal 2 stehen. Und das wird jetzt auch richtig mal 2 gerechnet. Da war wohl nämlich wohl ein Fehler in deren Berechnung drin und deshalb hat man nicht wirklich mal 2 die Werte bekommen.
Dann wurde Sensorreichweiten, wurde ein bisschen was dran rumgedreht, weil ich glaube, jetzt ein Non-ECM-Mac kann auf 800 Meter gesehen werden, etc., etc. Das geht jetzt auch ein bisschen tief rein, das habe ich mir aber jetzt nicht gemerkt. Ja. Und sehr wichtig, die Battle-Macs werden schneller aufgeschlossen, also beziehungsweise sind schneller unlocked nach dem Match, also sind wieder schneller auswählbar für eine neue Runde. Das war ja zuletzt wieder unglaublich lange und deshalb bin ich da ganz froh drüber. Aber genug von der Theorie, wir gehen ins Match rein und mit etwas Glück haben wir auch die neue Karte. Mal gucken, umso länger die Suche dauert, umso schwieriger die Gegner. Ja, es dauert schon eine Zeit. Also werden die nicht meinem Noob-Skill entsprechen, die Gegner. Ja. Ja. Naja, leider River City. Aber dadurch, dass es sehr lange gedauert hat, wie schon angekündigt, wird es wahrscheinlich seine Zeit brauchen. Ach, nicht seine Zeit brauchen, sondern die Gegner werden wahrscheinlich nicht sehr auf mich anbalanciert sein. Also entweder sehr viel schwächer oder sehr viel stärker. Ich bin gespannt. Die erste Runde, die ich nach dem Patch gespielt habe, war nämlich unglaublich schlecht von mir. Was haben wir hier? Ich habe 1x. Dann haben wir da einen Centurion. Ilya Myri, weiß ich jetzt gar nicht. Der Centurion vor mir sieht witzig aus. Upper. Und los geht's. Ich dachte erst, das ist ein Grafikfehler. Aber es wird eine Premium-Farbe sein. Ach so, das ist der Premium-Centurion, der Ilio. Ilya. Naja, egal. Richtig. Jesus, a lot of fracts. Oh, die hat Sprungdüsen. Egal. Ich habe zwar erweiterte PPCs, sollte vielleicht ein bisschen auf Distanz kämpfen. Sehe aber das jetzt gerade nicht so ein. Ich will hier schön ein bisschen auf Nahkampf gehen. Ich kann ja mit den erweiterten PPCs auch relativ gut im Nahkampf auskommen. Ich weiß gar nicht, bin ich jetzt Assault Mode am Spielen? Ja, hat sie Assault Mode angeklickt. Da kann ich ja mal gespannt sein. Komm, lauf zurück, Hunchback. Oh, er mag nicht zurücklaufen. Oder doch? Jetzt kommt er zurück, oder? Ah, Dover AC-10. Aber ich habe ihn erwischt. Ja, jetzt habe ich gegen die Wand geschossen. Na komm, ich habe doch genug. Ah, da fällt mir gerade ein. PPC hat sich auch ein bisschen verändert. Also jetzt nicht von Hits, ist alles gleich geblieben. Aber PPC kann jetzt ECM-Max ausschalten. Also werden die geblockt für 10 Sekunden. Und da dieses Zeichen ist auch ein neues. Das bedeutet nämlich, wenn denn ein Missile Incoming besteht, glaube ich, auf den Mac oder von dem Mac ausgeht, dann kommt jetzt dieses kleine Raketenzeichen. Genau. Schießt doch alle mal hier wie wild rum. Aua! Raketen könnt ihr gerne auf mich feuern, die bleiben alle im Haus stecken. Wie alle Cataphracts hier rumstehen. So. Aua! Da war schon mal eine Panzerung weg. Ich krieg die Krise. Und ich habe noch nicht mal vom Stalker die Ecke abgeschossen. Newton acquired.
Dein ist so ein Drehbucht. Was ist das für einer? Der hat auf jeden Fall auch vierfach PPC drauf. Und überall, wo ich rauskomme, schießt der auf mich. Da muss ich mir auf jeden Fall verkrümeln gleich mal. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt getroffen habe da hinten. Aber ich muss leider aufpassen. Sonst bin ich nämlich gleich im Eimer. Wie man so schön sagt. So, wo kamen die Raketen her? Wahrscheinlich von dem da hinten. Trebuchet. Na? So, weg von den Raketen. Wäre auch zu schön, wenn der mich jetzt noch getroffen hätte. Und das war. Das war die Runde. Feierabend. Oder? Oder stürze ich gerade nur ab? Nein, Ende der Runde. Naja, ich habe überlebt. Nicht viel Schaden. Schlechter Ping. Nur 4 Kill-Assists gemacht. Sah schon mal besser aus. Gut, Leute, das war's. Das war der Patch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt MechWarrior Online oder ein anderes Spiel. Ciao.